Guten Morgen! Frühstückzeit, wie spät ist es gewesen? Irgendwie so was halb, dreiviertel, acht. Ja, kurz nach fünf. Der Wind verbläst alles. Gut, wir frühstücken jetzt, geduscht haben wir. Und dann jetzt Richtung Bodenwerder heute, voraussichtlich. Man weiß ja nie, was passiert. Schauen wir mal, über Bad Karlshafen, da gibt es sicher einen hier zu sehen. Mist, das ist ein Reiher. Ein Reiher da drüben. So, von den letzten Tagen ist das Rad ja ziemlich dreckig. Das machen wir jetzt einfach mit der Trinkflasche sauber. Alter Trick. So, Zelte abgebaut. Trinken wir oben noch unseren Kaffee, der inklusive war hier im Preis, und dann starten wir in den Tag. Schluss nochmal, das ist der Sanitärtrakt hier und hier vorne ist das Restaurant. Hüftgold, kann man schön essen abends. Auf Wiedersehen, Campingplatz Wesertal. In Ödeldödel. In Ödelsheim, genau, Ödeldödel. Läuft! Lippholzberg, Gemeinde Wesertal. Bad Karlshafen wäre das nächste größere, aber wie man sieht, der Radweg da ist überflutet von der Weser. Müssen wir oben die Straße fahren. So, ich fahre mal noch mal ran, dass man es auch richtig sieht. Hier ist nichts mit langfahren. Sieht ja schön aus hier wieder. Schöne alte Bauten teilweise, hier in Bodenfelde. Ein kleiner Anstieg hier, musste ja jetzt weg vom Weserradweg, da der überschwemmt war. Hier geht es dann wieder runter. Hoch, runter, hoch, runter. So, hier können wir wieder rauffahren. Das ist frei, der Weg wieder.
Warmbek sind wir. Zwischendrin mal wieder einer der Anstiege hier. Thorsten stiefelt vorne weg. Oh. Das Weserbergland, kommt das steile 25% Stück hier, da werde ich wohl schieben. Oh nee. Ab hier wird die Schom. Hier steht so auf der Straße, 25%. Ja, hier ist er schon mal im Laufen. Probleme, meine Herren. Ja, hier ging es jetzt 25% hoch. Ja. Ich habe mich schon, Carsten will es versuchen. Bad Karlshafen 5,5. An Münden haben wir schon 40 weg. Er schafft's. Ja, zieh! Ja! Wahnsinn! Ganz entspannt hier hoch. Ganz entspannt. Dafür haben wir jetzt die schöne Abfahrt. Moin, danke! Nach dem Anstieg jetzt, Bad Karlshafen, unten eine kleine Saline. Carsten sagte schon, an der Saale sind die schöner und größer. Ja, so sieht es hier aus, oberhalb. Kommen wir gleich runter. Hinten noch der Kirchturm. Gut. Gradierwerk, nicht Saline. Gradierwerk. Ich läuft gut. Gesichtsfälschung betreiben. Hast du vorhin gut durchgezogen am 25er? Akku macht's möglich. Zack, sind wir wieder unten an der Weser. Danke. Danke. Moin.
Moin, danke. Hier am Fährüberweg in, weiß nicht wie der Ort heißt, Würgassen geht's hier, kommt so rüber. So, hier ist die Weser, kommt die Fähre hier rüber, mit der wir gleich übersetzen denn. Oben die Burg. Ja, die größten Anstiege müssten wir weg haben. Fahren wir auf der anderen Seite jetzt bis Höchster, glaube ich. So, betreten wir die Fähre. Da muss ich hin, wir müssen weiter durch. Jawohl. So, jetzt sind wir auf der Fähre hier, jetzt über die Weser. Hier oben wird die geführt an dem Seil. Wir bedanken uns. Ja, tschüss. So, jetzt sehen wir mal, wie die rüberfährt von außerhalb. Da waren wir eben drauf. Geht der Ratzbatz. Da verlassen wir Bewe oben schon wieder. Sind wir mal linksseitig. Bewerung hier, diese alte Brücke. Wunderbarer Flüsterasphalt hier. Und da hinten macht der Carsten Fotos. Jetzt kommt er. Ohne Worte. Tschum. Vorbei ist er. Das wird unser Pausenplatz. Die Späne unten. So, hier am Schlosspark Werden machen wir erstmal Mittag. Da unten sind die Schwäne, aber die verstecken sich. Jetzt zeigt er seinen Hals. Und die Weser führt ganz schön Wasser. So, da hinten ist das Schloss, schimmert durch. Naja, sieht jetzt nicht so überragend aus. Das ist halt der Schlosspark. Küchenchef bereitet zu, mit Gast diesmal. Trangia haben wir ja nicht bei, wie gesagt, hatte schon mal. Und wir machen uns jetzt ein paar schöne Würsteln, mal hier noch zwei, mal Semmeln geholt, der Carsten hat seinen Radler, ich ein Becks, keine Schleichwerbung, haben wir selber bezahlt. Schönen Blick hier auf die Weser, haben wir lange gesucht für Plätzchen mit Bank. Ich glaube 10 Kilometer sind wir jetzt gefahren mit Suche, seit der Fähre. Dann ist auch noch ein Schlösschen am Hang. Wie gesagt, Weserbergland verlassen wir jetzt, glaube ich, sieht alles ein bisschen flacher und weitläufiger aus, nicht mehr ganz so hohe Hügel.
So, nach unserer Pause mit deftigen Würstchen geht's jetzt weiter. Höxter, nächster Ort. Schloss Fürstenberg. Da drüben. Wir erreichen Höxter. Da liegt so ja die Höxter hier als Schiff. So, Höxter erreicht. Warten wir jetzt an der Bahn hier. Die kommt da hinten. Oh, das ist Höxter. Oh, mitten in Höxter hier. Da so eine Schlange Menschen, da kann man sie reinstellen. So, ganz kurze Besichtigung in Höxter. Jetzt geht's weiter auf dem Weserradweg. Diesmal unter der Brücke durch. Ja, hier in Höxter war ja letztes Jahr Landesgartenschau. Nehmen wir an, das sind noch so die Überreste oder was sie jetzt weiter so pflegen. Sehr schön gestaltet hier. Viel Blumen. Überall so bunte Sachen hier. Schön gestaltet. Klasse. Ja, wie gesagt, hier in Weser sehr schön gestaltet. Bisschen Kitsch muss auch sein. Und vorne ist so ein Angler im Wasser. Na, wo ist er denn? Sieht man ja nicht richtig. Da hinten. Das ist doch mal ein Radweg hier. Autobahnbreite. Jetzt kommen wir zum Weltkulturerbe. Ja,
So, wir sind jetzt am Weltkulturerbe Schloss Cowey hier in Höxter. Fahrrad darf man natürlich nicht rein, ist ja üblich so. So schaut es dann hier im Innenhof aus. Schloss Cowey. Oben weht eine Flagge. Jetzt geht es hier so eine Allee entlang. Schafe. Überall schöne Kirchen. Wassersport wird hier auch groß geschrieben an der Weser. Wobei bei der Strömung kann nicht von Sport die Rede sein. Die machen ja nicht groß. Machen wir jetzt hier so einen Weserbogen Richtung Holzminden. Wir stehen jetzt vor Holzminden, da kaufen wir ein und dann haben wir zwei Campingplätze bei Bodenwerder in Option. Versuchen wir uns hier einen besseren raus. So, sind wir so, na, ich sag mal 15 bis 20, irgendwas dazwischen, sind sie mal da. So, jetzt kommen wir nach Holzminden. Da queren wir nochmal die Weser. In Holzminden. Schöner Radweg hier, Radstreifen haben sie toll gemacht. So, wir waren noch zum Lidl Abendbrot holen. Pfütze. Pfütze. Ah. So geht's ja. Alle Meter für das Stadtradeln. Jede Runde. Hier
hier geht's zur Vogelbeobachtung. Naja, wie kommen wir da durch, wa? Da werden wir wohl absteigen müssen. Hier ist er. Ganz versteckt. So, dann besteigen wir mal den Turm. Aha. Der eine See. Keine Vögel, aber Pöllerchen. Nicht viele Vögel zu sehen. Einer hier. Kuckuck. Haben wir schon mal in den Spiegel geschaut? Der andere See. Aber wie gesagt, schön abgelegen. Vom Feinsten, Leute. Das größte Ding. Kommst hier hoch. Da steht ein Pöllerchen. Eine Ente haben wir entdeckt. Aber ein schönes Exemplar. Nee, das ist keine Ente, das ist eine Gans. Mit einem schwarzen Hals. Das ist eine Graugans. Ich kenne mich leider nicht aus. Sie hat einen Schnabel aufgemacht. Gänselein. Gibt es auf Walderdbeeren? Jetzt geht's zu einem Ort, der heißt Brille. In die Weser. Na, den nicht. Dann war das schon Brille eben. Die drei Höfte da. Sah irgendwie anders aus auf der Karte. So, jetzt sind wir wieder an der Weser. So, die letzten Kilometer. 3, 4, 5. Brühler Schweiz. Wir sind jetzt in Dölme, in der Brühler Schweiz. Ah ja. Richtig felsig hier. Ja, hier links sieht man mal, wie hoch das Wasser steht. Fehlt nicht mehr viel, bis es auf dem Radweg hier ist. So, jetzt sind wir in Rühle. Ferienwohnung. Das brauchen wir gerade nicht. Wir kommen dem Ziel immer näher und jetzt so ein bisschen weit über 80 Kilometer, was wir heute haben. Tagesziel erreicht. Am Campingplatz in der Rühler Schweiz. Es ist jetzt 17:45 Uhr. Da haben wir noch schöne Plätzchen wieder an der Weser. Es sind mehrheitlich zwar Caravans, aber das soll uns nicht stören. Für unsere zwei Zelte finden wir hier ein Plätzchen. Sehr schön. Hier wird noch Story gemacht. Unsere Zelte haben wir aufgebaut. Da hängt nur mein Handtuch drüber. Und jetzt gegen Abend lässt sich die Sonne so ja blicken. Ist das nicht schön, Leute? Wind ist auch eingeschlafen. Ja, haben wir wieder ein schönes Plätzchen. Oh, ich sehe, die Linse ist noch nicht richtig offen gewesen. Haben wir wieder ein schönes Plätzchen. Dann machen wir uns ein paar schöne, was waren das da? Guten Hacksteaks. Haben wir reichlich. Und dann lassen wir uns das heute schön gut gehen abends. Frau Amsel. Und im Hintergrund Gänse.
hier direkt am Platz. Wahnsinn. Kein bisschen scheu. So, wir haben die gerade mit Google Lens bestimmt. Das sind Nilgänse. Glaubt man ja nicht, dass die hier vorkommen. Wahnsinn. Und die sind hier ganz nah bei unseren Zelten. Ich zoome mal aus. Dann seht ihr das. Vielleicht so 15 Meter von uns weg. 10, 15 Meter. Hier ist mein Zelt. Und da die Bierdose natürlich, wie immer, wie sich hier gehört abends. Aber auch, wir leben auch gesund mit Karotten. Hör mal hin. Mittags hat Spanien. Ja, eine Welle, ja. Unser Abendbrot heute, Putenhacksteaks. Carsten ist schon zu Gange hier. Der angebrutzelt jetzt ganz schonend. Also die Enten haben wir verschont. Und das war mal eben. Also wir haben uns gegen die Ente entschieden und nehmen Putenhacksteak. Dazu haben wir noch Oliven, bisschen Bauernbrot. Uso seht ihr jetzt auch, ja. Der gehört dazu. Griechischer Abend, wa? Die niedersächsischen Bauern sind sehr fleißig. Abends 8 Uhr wird hier noch Heu eingebracht. Nee, Heu, sagt man Heu? Nassschnitt. Rinderfutter.